Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt hier auf dem Kanal. Heute mit Pinball FX3 für Nintendo Switch. Aus dem eShop kann man das laden, kostenlos erstmal für die einzelnen Tische, die es auch im Paket gibt, muss man dann natürlich echtes Geld löhnen und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was diese Tische so zu bieten haben. Speziell geht es heute um die Alien-Tische. Die wähle ich jetzt gerade mal hier aus. Da haben wir es, Aliens vs. Pinball. Wir nehmen dann auch direkt den ersten Tisch, der heißt einfach nur Aliens. Ich habe mir gedacht, so 5 Minuten pro Tisch ungefähr, einfach mal damit ihr seht, wie sich der Tisch spielt. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so recht kommentieren kann. Ich spiele einfach mal drauf los und es ist einfach mal auch wichtig zu sehen, was so ein Flipper bietet und wie die Effekte sind und ja, wie schnell oder wie leicht der Ball überhaupt ins Ausschießt. Gibt ja durchaus Tische, da fliegt der Ball nur so an den Flippern vorbei oder durch die Mitte, dass man überhaupt keine Chance hat, den überhaupt noch zurückzufeuern. So, wir wählen hier mal die Filmreihenfolge aus. Man kann die... Oh, ich habe mich gerade verklickt. Ihr seht unten rechts, ich habe hier das Feature ausgewählt, die Zeit kurz zurückzuspulen. So, das war ein schwacher Start. Doch nicht. Kunstschuss. Prima. So. Und hoch. Also ich bin jetzt kein Flipper-Profi, kein Pinball-Profi. Aber ich spiele es ganz gerne. Das Spiel hat sehr kurze Ladezeiten und ist perfekt für unterwegs auf jeden Fall. Es sieht recht gut aus. Es bekam auch vor kurzem noch ein schönes Update. Und zwar so ein Performance-Update. Ne? Das läuft jetzt im Docked-Modus bei... hat eine Auflösung von 1080p. Und sowohl im Docked-Modus als auch im Handheld-Modus soll es wohl jetzt mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Und ich finde, das merkt man auch. Also da hat sich einiges getan. Und dann habe ich das Spiel einfach nochmal angepackt. Mir mal eine neue Tische runtergeladen. Und es ist einfach, es macht Spaß. Also es ist für unterwegs einfach perfekt. Passt perfekt zu Switch. Und was vielleicht auch noch auf jeden Fall erwähnt werden muss, der HD-Rumble fühlt sich grandios an. Ja, das ist richtig nice, gefällt mir sehr, sehr gut. Da meint man manchmal echt, man hat seine Hände an einem echten Flippertisch. So. Fängt auf jeden Fall das Alien-Thema schon mal gut ein, der Tisch. Die Musik und die Original-Sprachfetzen, die da ab und zu mal ertönen. Die drei Alien-Tische haben jetzt 10 Euro gekostet, aufgerundet. Das ist eigentlich recht okay für das Gebotene. Oh, wir haben ein Special aktiviert. Was muss ich denn hier machen? Ah ja, okay. Auto lenken. Ausweichen. Ah. Mache ich das gut oder nicht so gut? Ah, hängen geblieben. Hängen geblieben. Wow, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, gut, das sieht doch ganz ordentlich aus auf jeden Fall. Und wieder zurück im Schlachtfeld, da kommen Aliens auf uns zu. Die muss ich jetzt wahrscheinlich treffen, ne? Genau. Sehr interaktiv, diese Tische, das ist schon ziemlich schön gemacht auf jeden Fall. Okay, leider ist der Ball ins Ausgegangen.
Das soll vorkommen beim Flipper. Habe ich mir sagen lassen. So, werfen wir nochmal hoch den Ball. Ja. So. Okay, es gibt auch verschiedene... Ich habe mich schon wieder verklickt. Was ist denn hier los? Immer auf die Y-Taste. Es gibt verschiedene Ansichten. Ansicht 6. Ansicht 7. Ansicht 1. Und vor lauter Ansichten verliere ich die Kugel. Ich spiele am liebsten mit der Ansicht 4. Da hat man die Flipper recht gut im Blick. Und ist auch relativ nah am Tisch dran. So, und dann würde ich sagen, haben wir den Tisch mal gesehen. Wir gehen zum nächsten. Geht zum Einzelspieler. Okay, hier raus, hier raus. Alien vs. Predator, der nächste Tisch. Einzelspieler, los geht's. Und ihr seht, die Ladezeiten sind absolut in Ordnung. There's no way we can survive this. Let's stick with that hunter if we have to. This is crazy. We'll never. Grafisch geht es doch absolut in Ordnung für einen Flipper, oder? Wie seht ihr das? You think he saw us? How do you know it's a he? Auf geht's. Feuer frei. Oh no. Zurückspulen, das war nichts. Es gibt natürlich auch, man kann jeden Tisch auch klassisch spielen, also ohne dieses Zurückspul-Feature oder andere Sachen, die man sich da so dazuschalten kann. Ihr habt ja vielleicht schon mal einen Teil von dem FX-Flipper gespielt, gibt es ja schon ein bisschen länger von den Zen-Studios. Die Jungs haben es auf jeden Fall drauf, die wissen, wie man Flipper programmiert. Wähle deine Mission. Aliens fangen. Okay. I think he's trying to catch the creatures with that device. Zack. What? How can you... Oh, da habe ich. Just guessing. Yeah, like 10 out of 10. Na komm schon. Zack. Zack. Zack, ja, so kann es weitergehen. Sehr schön. Falsche Richtung. Mist. Ah, verdammt. Naja gut, gab doch ein paar Punkte, oder? Schöne Sache. So. Weg damit. Da oben haben wir noch einen Flipper. Zwei rechte Flipper, einen linken. Zack. Wir spulen mal zurück und tun so, als wäre nie was passiert. Das war jetzt wunderbar, wie der da drüber ist. Also es gibt bei diesem normalen Einzelspielermodus halt mehrere Sachen, die man auswählen kann. Zurückspulen oder zeitweise mehr Punkte erhalten. Es gibt Verstärker für Kombos. Für die, wie nennt man die, diese Schlagpunkte da oben. Keine Ahnung, wie man die nennt im Flipper-Jargon. Ich spiele gerade absichtlich so schlecht, um schneller voranzukommen. So, Konzentration. Oder dass man zum Beispiel auch mehr Punkte bekommt für eine gewisse Anzahl an Distanz, die man mit der Kugel zurückgelegt hat. Da oben 5 EP erzielt für Kombo-Schuss. Aber wie gesagt, man kann auch klassisch spielen, man braucht das nicht. Aber es ist halt der typische Einzelspieler-Modus bei der FX-Reihe. Habe ich schon mal erwähnt, dass der HD-Rumble sich richtig gut anfühlt. Weg damit.
Alien getroffen. Sehr schön. Wie denn jetzt? Pyramid is changing. Ah. Is he controlling it? Watch your step. So. Auch ein schöner Tisch, oder? The walls are moving. Na, ich hätte den Alien da oben gerne nochmal getroffen, den Xenomorph. Und da rollt er schon wieder ins Aus. Der Lumpesäckel von dem Ball, ey. Scheißdreck. Gut. Wir haben genug vom Tisch gesehen. That's it. Ach, wir haben schon alle verloren. Ich hab schon alle verloren. Prima. Was lädst du denn? Okay. So, da sehen wir jetzt die Endwertung. Wir gehen zum letzten der drei Tische. Alien Isolation, angelehnt an das Spiel von Sega veröffentlicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich meine, es war Sega. So. An den Tisch musste ich mich erst ein bisschen gewöhnen. Da ist mir der Ball am Anfang ständig rausgeflogen. Aber nach längerem Spielen, ihr seht's, er fliegt schon wieder raus. Ich spule mal zurück. Aber es bringt nichts. Er fliegt definitiv raus. Aber er ist ja nochmal gerettet worden. Zum Glück, weil ich ihn so zeitnah nach dem Start verloren habe. Ball Safe hat noch geleuchtet. It's not safe here. So, gut. Und weg damit. Zurückspulen. Tja, es soll wohl so sein, dass er rausfliegt. Dann lassen wir es zu. Wir lassen es einfach zu. Wir haben ja noch zwei Kügelchen. I can't see it through the monitor. It's gone, Ripley. Great. Ja. Gerettet. Something is closing on you. So, so. Da oben springt doch gleich ein Alien runter. Ich seh's doch kommen. Und wieder raus. Na gut, immer da zur Seite. Stay focused. Der letzte Ball. Ich gebe nochmal alles. Kugelretter-Zeitbus. Wow. Multiball. Ja, sehr gut. Und da verliert er schon wieder ein. Was man vielleicht noch erwähnen kann, im Tabletop-Modus kann man das Ganze auch hochkant spielen. Also einfach die Switch hochkant hinstellen. Da hat man dann einen ganzen Flippertisch auf dem Bildschirm. Das ist eine schöne Sache. We are on our own. Sevastopol's a supply depot in the region. Jackpot achieved. So, läuft gerade. I have
to hurry. Great. So, gut. Alles klar. Bei dem Talent würde das jetzt noch ewig so weitergehen. Deshalb sage ich an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt mal die drei Alien-Tische gesehen. Wie gesagt, das kostet so 9,99 €, glaube ich. Also 10 Euro kann man sagen für diese drei Tische. Mir persönlich machen die recht viel Spaß. Und ja, es wird noch ein, ich werde noch ein paar Tische vorstellen, die folgen dann demnächst. Und zwar noch die Jurassic Park Tische. Ja. Aber die kommen dann bald. Ich weiß noch nicht wann genau, aber demnächst. An dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Angespielt oder was auch immer kommen mag. Tschö, tschö. Be more cautious, Griffin.